Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7 Remake Intermission Yuffie's DLC. Ja, wir sind hier in diesen Kampfsimulator, ne, wo wir eingesperrt worden sind von diesen Shinra, wie auch immer die nochmal hießen, Deep Soldiers oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Die haben irgendwie so einen Namen gehabt, ich hab den schon wieder vergessen. Deep Ground Soldat, genau. Und ja, in der letzten Folge haben wir Scarlet fertig gemacht. Wir haben gesehen, dass Weiss und Nero aus Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus in diesem Spiel vorkommen. Und ich glaube, Nero wartet sogar hier vor der Tür noch, ne? Und ja, ist irgendwie noch nicht reingekommen, wartet wahrscheinlich. Sobald wir rausgehen, müssen wir uns wahrscheinlich mit dem kloppen, ne? Mal schauen. Ich habe mich noch mal so ein bisschen aufgefrischt über Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus, ein PS2 Spiel und ein Spin-off Spiel von Final Fantasy 7 aus dem Jahre, ich glaube 2003 oder irgendwie sowas, habe ich gelesen. Ich könnte da eigentlich nachgucken, ich habe das Cover des Spiels noch hier irgendwo. Ich habe das hier irgendwo da rumfliegen. Und ja, da geht's. Was weiter, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, da steht bestimmt so ein bisschen von der Hintergrundstory drin, oder? Die original PS2 Version, wahrscheinlich auch die einzige Version, ne? Oh, aus der Asche von Meteor ging eine mysteriöse Organisation hervor. Zwischen ihr und dem Beherrschung dieser zersplitterten Welt steht ein ungewöhnlicher Kämpfer, der enigmatische Vincent Valentine. Dieses neue Kapitel von Final Fantasy 7 Saga spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Final Fantasy 7 Advent Children, was ich glaube ein Jahr nach Final Fantasy 7 gespielt hat, also der Film, und weist bekannte Sichter und innovative Feuergefechte auf. Das Schicksal der Welt wird auf einen Kugelhagel entschieden werden. Wie die Charaktere aussehen. Ich sehe ja gerade Barrett, Yuffie sehe ich hier, die sieht auch vollkommen anders aus. Bird hat hier so Dreadlocks, hat keine Sonnenbrille auf. Und ja, gut, haben wir auch geklärt. Also diese Deep Ground Soldaten, das sind halt so. So, kennt ihr aus Naruto hier, Danzo hier, der hat ja auch irgendwie so seine eigene Untergrundorganisation, die alles hinter den Schatten irgendwie hier so geregelt hat. Gehabt irgendwie so, sowas ist das hier irgendwie so. Das sind so die Untergrundsoldaten von Shinra, glaube ich. Und ja, ich habe mir ein paar Cutscenes angeguckt von Dirge of Cerberus, weil das schon eine ganze Weile her ist. Aber nachdem ich die Cutscenes gesehen habe, ist alles so ein bisschen zurückgekommen. Die Charaktere und so, ne? Nero und Weiss sind Brüder. Weiss war, glaube ich, irgendwie bis zum Ende irgendwie die ganze Zeit tot. Und Nero hat sich dann irgendwann mit dem verbunden. Und die haben sich dann in dieses riesige Monster verwandelt, was kurz davor war, die Welt zu zerstören. Und dann kam Vincent und der hat geregelt. Und ja, was ich so herausgefunden habe, als ich hier einige Informationen auf YouTube nachgeguckt habe, ist, das Spiel ist nicht so gut angekommen, was ich mir gut vorstellen kann. Also das Spiel ist halt, ja, ich habe immer nur so Kommentare gehört in so einem Sinne von so, oh Gott, ich habe mich wieder erinnert, dass dieses Spiel existiert oder so, oh mein Gott, ich habe ja eigentlich versucht, das Spiel zu vergessen oder irgendwie so. Also, das Spiel ist gealtert wie feine Milch, so wie ich da verstanden habe, ne? Weil es ein bisschen cringe und ein bisschen zu edgy ist, ne? Also nicht edgy wie in Pervers, aber edgy so wie in Edgelord, ne? Und ja, naja, der Hauptcharakter ist Vincent. Und ja, falls ihr nicht wisst, wer Vincent Valentine ist, das ist ein Charakter, der später in Final Fantasy 7 noch vorkommt. Und keine Ahnung, falls ihr schon denkt, irgendwie Cloud ist irgendwie ein Edgelord, dann oh boy. Vincent ist ein Edge Overlord, der ist ein Edge Gott. Der könnte sogar wahrscheinlich die originale Definition von einem Edge Lord sein. Ich glaube, er war sogar der originale Edge Lord. Wir reden hier von Shadow the Hedgehog Level von Edge, ne? Also ja, ich bin froh, wenn wir den mal irgendwann hier den müssten wir vielleicht sogar in der Fortsetzung hier von diesem Spiel hier irgendwann mal zu Gesicht bekommen, ne? Der müsste eigentlich vorkommen. Ich weiß ja nicht, wie lange der nächste Teil geht, aber ich glaube, wir müssten sogar den Punkt noch erreichen, wo wir den treffen, das erste Mal. Und ja, gut, haben wir genug geredet. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen so aufgefrischt, so über wer die beiden Typen sind, ne?
sind immer noch eine Menge Informationen, die ich nicht weiß. Vielleicht kommen ja noch irgendwie, weil nicht Schalke und Azul und Rossa vor, das sind die anderen. Also diese fünf waren halt so die Hauptbösewichte, gegen die man kämpfen musste, ne? Und ja, gucken wir mal, ne, was hier so abläuft, ob die auch noch vorkommen. Obwohl Schalke ist, glaube ich, weiß nicht, die war schon relativ für mich, glaube sie war älter, aber sie hatte irgendwie den Körper von einer Zwölfjährigen, irgendwie so war da irgendwie was, ne? Sie war irgendwie so ein Klon oder irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Sie müsste ja irgendwie, weil nicht 9 Jahre alt sein, oder zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube nicht, dass wir sie treffen. Aber können wir ja sehen, ne? Oder Azul oder Rosso, ne? Oder Rosso oder wie auch immer die hieß, ne? Also ja, gut. Oder vielleicht ist das einfach nur so ein Teaser und die kommen irgendwann später vor. Also ja, gut, genug geredet. Wir gehen jetzt mal hier rein und ich nehme an, wir müssen hier raus, ne? Ich habe noch mal kurz gerade nachgeguckt, so meine Materie und so was alles ist noch alles so, wie ich das haben will. Und ja, guck mal, was hier ist. Der hat ja die ganzen. Was ist denn hier passiert? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Wir haben uns hier noch gar nicht so umgeschaut. Okay, da müssen wir hin. Okay, wir kommen nicht direkt zum Kampf. Das wäre natürlich ein bisschen, weiß nicht, so unfair gewesen, weil halt irgendwie, weiß nicht. Wir hätten ja irgendwie gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zur Not irgendwie so zu trainieren oder irgendwie sowas, ne? So falls wir direkt gegen ihn gekämpft hätten, ne? Dann hätten wir ja noch gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zu leveln, so falls wir den nicht schaffen. So, das ist eine Truhe. Ist das eine Truhe da? Nee. Also ich bin gespannt, wohin das Spiel geht. Wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht, dass hier, wie gesagt, das Spin-off ist halt nicht so gut angekommen, ne? Dirge of Cerberus. Aber ist da trotzdem, Charaktere sind trotzdem interessant, finde ich, und die überhaupt. Es ist wohl nicht ganz zufällig jemand gekommen, um uns zu retten. So. Keine Ahnung, aus dem Spiel hat man irgendwie nicht so gesehen, was der irgendwie so drauf gehabt hat. Der hat irgendwie zwei Knarren gehabt. Das Spiel war ein Third-Person-Shooter, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was genau der hier so drauf hat. Der hat eigentlich nur geschossen. Also. Ich habe mir gar nicht gesehen, hat irgendwie so magische Kräfte hatte oder so. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Okay. Mir bewegst du nicht deinen Mund. Jetzt. Oh cool. Gehst du jetzt aus dem Weg? Die beiden haben sich übrigens auch getroffen in Dirge of Cerberus. Also Yuffie und der Typ. Aber Yuffie kam auch eine Weile lang davor in dem Spiel. Okay. Oh Gott. Naja. Müssen wir irgendwie warten, bis er seine Knarren rausholt oder so? So, ich würde gerne mal den analysieren. Vielleicht kriegen wir da ein paar Informationen. Nero, dieses Mitglied einer Elite von Deepground, die sich Zwiet nennt, ist auch als Nero der Dunkle bekannt. Er manipuliert die Macht der Finsternis und verschlingt in ihr alles, was sich in dem Weg stellt. Ich glaube nicht, dass der so hieß. Ich glaube, der hieß irgendwie der Unsterbliche oder so. Also in der englischen Version habe ich irgendwelche, habe halt nur englische Videos auf YouTube gefunden. Ne? Also, aber da ist er, glaube ich, Nero der, weiß ich nicht mehr. So, du bist immun gegen fast alles, cool. Analyse nicht möglich, cool. Da sind die Knarren. Okay, dann müssen wir halt nicht. Also, was ich mal machen sollte. Habt ihr Angst im Dunkeln? Ich doch nicht.
Ja, ich behalte mal seine FP ATB und irgendwie Gebet einsetzen kann. Wie hat Sonon noch keine HP verloren? Okay, aber Regena, genau. Okay, Musik ist ganz schön creepy gerade. Das ist ja noch recht chillig. Ich glaube, ich habe die ja noch im nächsten Teil so vorkommen. Wow. Komm her, Stück. Ah. Ah. Das ist ein recht chilliger Kampf. Das ist halt die Sache irgendwie in dem Spiel. Ne? Die Bosse sind einfach voll einfach, ne? Habe ich so das Gefühl, die normalen Gegner sind irgendwie die voll stark sind. Ja, außer der Kampf geht jetzt erst los. Nein, Finger weg von meinen Schulden. Oh. Oh. Sie klingt voll wie Kingdom Hearts, ey. Wo waren wir gleich? Seine Hände sind frei. Oh mein Gott. Schwarze Ding, das sieht nicht gut aus. In der Dunkelheit. Boah. Sehe ich irgendwo, dass ich noch gehen habe? Ja, ne? Ja, dieses Ding, was ich da habe, ne? So, irgendwas wollte ich machen. Ich weiß noch nicht mehr, was. Stehlen. Mach mal stehlen. Keine Ahnung. Nicht zu stehen, ah. Gott, was ist mit der Musik gerade los? Musik geht da voll durch, ey. Oh Gott. Hilfe? Wirbelsprung. Das voll gemacht. Aua. Ich glaube, ich bin tot. Warte. Eine Sekunde. Kollege, warte doch mal ein bisschen. Oh. So, jetzt muss ich ihn aber wieder beleben, weil ich werde den Boss hier nicht allein kämpfen. So, ich habe genug Phönixfeder, ne? Meine erste Phönixfeder. Der rate ich meinen Schurken hier. Komm. So, brauche ich ATB, ja. So. Na, dann holen wir mal Ramo, nehme ich an. Sehr coole Musik. Mich sehr an Kingdom Hearts. So, was ich die ganze Zeit schon machen will, ist Hast. Er hat ja jetzt Hast, deswegen gib mal Hast auf mich. Ich weiß nicht mehr genau, was Hast macht. Ich nehme an, dass du den ATB-Balken. Ja, ich glaube. Geh mal am Boden, geh mal am Boden. Ich glaube, Vita wird schon reichen, ne? Na, geh mal wieder am Boden, Kollege. Da. Ich hab gehört, du bist schockanfällig. Boom. Den ganzen Ahornblättern da im Mittel.
So wie das aussieht jedenfalls. So. Nochmal. Kann leider nicht so viel rausholen aus Ramo, habe ich so Gefühl. Aber egal. Echt jetzt? In der ganzen Dunkelheit hier drum, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja ein Kingdom Hearts Boss. Aua. Oh Gott. Ey, ich bin noch am Ausweichen. Gebet. Mach mal Wirbelläser. Was? Warum nicht? Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Weil Ramo haut schon gleich wieder ab, aber okay. Aua! Jetzt ist das eher Spaß, ne? So, jetzt wollen wir erstmal Ramo. Hey, was geht? Dunkelheit, wie wär's mit Blitz? Ich hier die ganze Zeit heilen, ey. Ganz waschen geht auf See. Okay, er wird, glaube ich, nicht warten. Ja, stimmt. Dann bin ich dann schon wieder fast tot, ey. Dann war ich zu wenig AP. Es gibt kein Entkommen. Chefin, jetzt oder nie? Ah, mal doppelter Angriff. Nein! Ich bin schon wieder fast tot. Er tut jetzt die ganze Zeit AP abziehen, ey. Guck mal, vielleicht würde ich hier gegen, wie heißt das Viech nochmal? Walhazak. Aus Monster Hunter hat auch immer so einen Giftnebel gehabt, die ganze Zeit Schaden gemacht hat. Oh, das hättest du nicht machen sollen. Zeit zu tanzen. So, ich tue mal Regen auf uns beide, ne? Ich weiß nicht, ob ich da rausgehen soll. Ich glaube, da will ich nicht raus, ne? So, Gebet, wenn es geht. Na, ich habe gerade Dings eingesetzt. Boah. Oh, was ist das? Schatten schwingen, was? Was haben denen seine Dinge auch schon? Ja, HP. Ja, mal Vitra. Ich nehme die ganze Zeit Schaden, ja. Jemand muss seine Flügel stutzen, ne? Okay. Ich habe nur den Dings eingesetzt hier enorm. Donkey kaputt. Ich glaube, ich sollte mehr Synchronisationsmodus einsetzen. Ja, er ist ganz eindeutig jetzt tot. Ja.
will dich ja eigentlich nicht hetzen, aber wir sollten von hier verschwinden. Ich brauche eine Pause. Dann frage ich dich. Bäh. Nein, danke. Okay. Oh Mann. Vielleicht zurück zur Bank und mich heilen. Wenn ich nichts dagegen ab. Ja, kommt jetzt keine Bank oder irgendein Ort zum Sitzen. Oh, oh. Oh nein. Ich glaube, die Kiste sollte nicht da sein. Ah. Ah, ich hoffe, da gibt es keinen Copyright wieder. Das ist nämlich bei einigen Szenen schon so der Fall gewesen. Wenn ich da nichts sage. Jetzt.
Oh, ist das die Platte? Ja. Schokobo-Thema. Na, war das Ende? Okay, da war der finale Boss anscheinend. Alleine wird das nichts. Wer will mein Handlanger werden? Bitte einmal melden! Ich glaube, das war's. Ja. Wow. Da war dann doch ein bisschen kürzer, als ich gedacht hätte. Ich dachte, jetzt kommt eigentlich nur so ein bisschen was. Aber anscheinend nicht. Gut. Ich tue mal die Musik abstellen, weil ich werde definitiv immer Probleme irgendwie damit haben. Jop, da kommt noch was. Musik wieder an. Wow. Was seid ihr? Fallout 4? Hey, wir sind die Leute. Sag mal, Barrett, gehen wir wirklich zu Fuß? Klar doch. Was hat ihr auf Final Fantasy 15? Ein Auto? Einen ganzen Tag werden wir schon brauchen. Komm, das ist die erste Stadt, glaube ich, ne? Frage. Wenn meine Mutter ein ganzer Tag sagt, meint sie vom Aufstehen, bis man abends ins Bett geht. Aber für mich ist ein ganzer Tag eigentlich vom Morgen bis zum Morgen des nächsten Tages. Wie siehst du das, Barrett? Ich stimme Elmira zu. Bin ich froh, wenn ihr meint. Wir werden schon beim Treppensteigen Probleme. Ständig von morgens bis abends durch die Gegend latschen. So als Elite-Soldat. Kam vor. Aber nicht ohne regelmäßige Pausen. Vor allem du brauchst die. Ja, ja, weiß ich doch selbst. Na, so eine Reise ins Unbekannte ist riskant. Aber ihr habt ja euren verlässlichen Anführer. Haben wir ein Glück? Das habt ihr. Wir können auf Red 13 hier reiten. Okay. Jetzt bleiben wir alle mal kurz stehen. Atmet einmal alle tief ein. Oder lieber doch nicht. Sind wohl noch zu nah an der Stadt. Frische Luft gibt's später. Marco Stadt Midgar, leb wohl. Yeah. Und diese Gruppe werden wir auch bald wiedersehen. So ungefähr eine Woche oder so. Okay. Also ist dann doch ein bisschen kürzer gegangen, als ich gedacht hätte. Aber darf ich das dann hier hochladen oder nicht? So etwa? Verdammt. Ja, gut. Ja, werde ich ja sehen. Werde ich ja sehen, wenn YouTube irgendwie was sagt. Da kommt wer. Sieh mal. Da kann er nur von der einen Straße kommen. Ausgezeichnet. Den Clip habe ich aber, glaube ich, schon mal gesehen, wie er so vom Auto da stand. Habe ich irgendwo, glaube ich, vielleicht mal in so einem Trailer oder so gesehen. Was ist das?
Aggression. Tut mir leid. Ach, nichts zu entschuldigen. Na, Glückliche. Schön. Ah, da ist er schon. Na, super. Hier gibt's kein Dach. Alles okay? Stell dich unter mein Schwert, das ist breit genug. Seltsam. Mir ist so anders. Ach, du hast bestimmt nur Hunger. Weiter geht's. Cool. Also nehme ich an, dass der nächste Teil beginnt dann in Calm oder Calm. Ich meinte halt jetzt Calm im Englischen. Weiß ich nicht. What? Es ist lange her. Wie geht's? Na, alles schick? Hör mal. Sorry. Bin zurück! Okay. Ein bisschen verwirrt. Ein neuer Gegner wurde im Kampfsimulator in Shinra-Gebäude hinzugefügt. Oh. Wähle Kapitel 17 der Kapitelauswahl aus, um dich ihm zu stellen. Oh, weiß. Oh. Ein weiterer Gegner wurde unter dem Kampfsimulator in Kapitel 2 von Intermission hinzugefügt. Zudem den Kampfsimulator in Kapitel 2 von Intermission hinzugefügt. Okay. Ich nehme an, ich möchte hier so einen Speicherpunkte anlegen hierfür, ne? Okay, ja, wir haben halt Zeit noch, ne? Also nehme ich mal an. So, nun. Du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Wähle über die Kapitelauswahl unter System ein Kapitel, um es dann neu zu spielen. Kapitel was unter System ein Kapitel. Du kannst das System noch. Kapitelauswahl hier. Wie komme ich dann in den Kampfsimulator? Normal bitte. Überspringen. Wie komme ich dann zum Kampfsimulator? Ja. Du hast nur Zugang zum Kampfsimulator im Raum vor dir. Stelle ich neue Herausforderungen. Okay. Hey, Sonon, du lebst ja wieder. Okay, dann gucken wir uns die Sachen auch noch mal an, ne, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich nehme hier ist der Kampfsimulator, ja. Dann haben wir so Bonusbosse, also weiß. Nehme ich mal, ist ein Boss, den wir freigeschaltet haben. Was ist hier? Sag mal. Gab's auch im Original, im Hauptspiel. Froschring. Also muss ich mich ja durch die alle Leute ja durchkämpfen, aber. Normal. Aber was habe ich denn jetzt nochmal gemacht? Normal, klassisch. Normal. Ja, machen wir mal. Wir haben noch Zeit, also
Ja, vielleicht die Waffen und so hochleveln sollen. Na ja, komm mal her. War schon. Ja, okay, da kommt noch mehr. Das ist halt hier so bei so Arena-Modus oder irgendwie so was, ne? Aber sind wir schon fertig, ja. Ah. Ja, weg, aua. Ah, der hat meinen Angriff abgebrochen. Oh mein Gott. Okay, da will ich aber gleich mal abchecken, ja, mit. Wahrscheinlich voll super optional, super Boss, ne? Okay, also ja, die Story ist vorbei, ne? Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen jetzt noch gegen Weiß kämpfen, aber anscheinend nicht, ne? Ich bin noch ein bisschen verwirrt, so was hier am Ende gerade war, ne? Wo wir gerade Zack gesehen haben, ne? Welcher zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr leben sollte. Mein Gott, wie viel hält denn der noch aus? Mal ganz mal auf, wenn ich unsichtbar zu machen. Okay, ja, kloppen wir uns hier noch ein bisschen durch, nehme ich an, ne? Also ich habe einen Kampfsimulator im Hauptspiel auch gemacht, ja, ne? Ein bisschen. Da kann ich ja noch mal Kistenkrieg versuchen. Da schon wieder mein Angriff abgebrochen, Mann. Hör auf damit. Wieso bekomme ich eigentlich nur Schaden und so noch nicht? gut, war ja nicht. Also ja, war ja ein bisschen offensichtlich, dass Sonon hier das alles nicht überlebt, ne? Meine Vermutung war halt, dass er irgendwann böse wird oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wieso, ne? Aber das halt, also am Leben war mir schon klar, dass der nicht sein wird am Ende des Spiels, weil Sonon ist jetzt kein Charakter aus dem Original, ne? Also das ist ein originaler Charakter für dieses DLC. Da, 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 da. Oh, da ist Yuffies Siegespose nach dem Kampf. Im Original von Final Fantasy 7. So, ich weiß ja nicht, wie viele Kämpfe hier noch kommen, ne? Aber. Oh Mann, ne? Ah ja, das Seno so noch nicht überlebt. Ja, ich meine, war ganz offensichtlich. Leider. Deswegen habe ich das jetzt nicht so mitgenommen, dass er gestorben ist. Ne? Natürlich war ein sehr trauriger Moment, aber ja, wenn man weiß, dass es kommt, dann ist es halt ein bisschen schwierig, da sich so, weil nicht so mitgenommen zu fühlen. Ne? Würde ich jetzt sagen. Und ja, ich nehme an, das war gerade hier so eine kleine an den ja so einen kleinen Vorgeschmack auf was uns im nächsten Teil erwartet, ne? So, was für ein Schwierigkeitsgrad spiele ich ja gerade. Gameplay Schwierigkeitsgrad normal, also nicht klassisch, ne? So, kommen jetzt hier noch einen Haufen Gegner, die ich alle platten machen muss, ne? Mich dann Nero noch mal bekämpfen. Die ganzen normalen Gegner will ich jetzt eigentlich nicht so plätten. Ich mache jetzt so lange, bis wir hier weil nicht. Bis wir alles fertig haben, ne? Wird aber nicht mehr so lange dauern, oder? Was ist das denn? Er ist tot.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, ich mach mal Regen auf mich, beziehungsweise auf uns beide. Mach doch mal ein paar Angriffe hier. Ich nehme aber auch so viel Schaden, ey. Mein Gott, ey. Sonon bekommt hier nichts an Schaden. Ich krieg die ganze Zeit aufs Maul. Was seid ihr denn? So, mach, keine Ahnung. Kampfgeist. Na, ich habe doch gerade ein Dings eingesetzt, Mann. Na, den kann ich mir auch. Nein, geh doch mal weg von mir. Oh mein Gott, ey. Boah, Leute, warum? Du blöd, ich komm her. Wieder belebt am Ende. Weiß nicht. Explosion. Okay, weiß nicht, ist er am Leben wieder? Ja. Oh, Gegner tun sich aber auch echt nur auf mich konzentrieren, habe ich so ein Gefühl. Sogar, wer bist du denn? Dann wieder sofort auf mich wieder losgeht. Hörner. Wirkungslos, cool. Oh mein Gott, der hat Schaden. Ja, okay, er war ja nicht voll AP, ne? Okay, die Hörner nehmen gar keinen Schaden, cool. Stimmt, gegen so ein Viech haben wir ja gekämpft im Original, ne? Im Hauptspiel. Mein Gott. So oft, wie ich jetzt schon Original anstatt Hauptspiel gesagt habe, ne? Ja, da war er verwirrt. Mach mal den Unterkörper kaputt, ne? Will ich mal analysieren. Starke Resistenz, Immun, gar nichts. B-Motoren, Gegenstände, okay, magischer Ring. Aber nicht klaubar, ne? B-Mod Type Zero. Dabei hat er mit Barmut verwechselt. Barmut Type Zero. Sie greift aber euch nicht das Sonon an, ne? Geht nur auf mich los, der Kollege. Ich glaube, er geht auf Sonon los irgendwie. Ja, könnte vielleicht ein längerer Part hier werden, ne? Aber dann ist er noch der letzte. Was passiert, wenn ich den Unterkörper kaputt mache? Ja, komm her. Wieso kann ich denn die Hörner gar nicht kaputt machen, ey? Was? Aber er hat einen Move. Body Slam. Er war ein Zirkusakt gerade. Ich kann einfach hier bleiben. Ich kann einfach hier bleiben.
Das ist sein Oberkörper auch kaputt. Was können wir die Hörner kaputt machen? Aber der hat ja voll viel AP, sich gerade. Da brauchen wir wohl etwas Hilfe. Ramu! Ja. Oh, die haben mal gerufen. Ihr Knilche. Ah. Also, was du mal machen kannst. Passt auf mich. Geht auf Ramulus? Was? Ja, gerne. Nein, hier geblieben. Gar nichts gemacht. Cool. Ja, wie mache ich denn gar keinen Schaden mehr an dem Hörnern? Also super. Na, das hat ja Final Fantasy 10. Warte, wenn Ramu hier fertig ist, ne? Dann gibt's ja aufs Maul. Au! Wer hat einen randaliert? Sag. So, jetzt gibt's eins aufs Maul. Oh Gott. Ich mach den gar keinen Schaden. Ich wenigstens in allgemein so ein bisschen Schaden gemacht. Ich weiß nicht. Ja, was passiert, wenn ich den Oberkörper als erstes kaputt mache? Also vielleicht soll ich erstmal ein bisschen Dings machen. Vielleicht sollte ich mehr Synchronisationsangriffe machen. Irgendwie gehen meine Dinger aber nicht hoch dadurch. Ja, vielleicht soll ich das öfter machen. Jetzt kann ich die Hörner kaputt machen. Aber na, egal. Okay. Wieso bin ich der Einzige, der nur Schaden hat, ey? So. Keine Ahnung, Unterkörper. Das ist viel stärker als der finale Boss hier, den wir gerade hatten. Finde ich. Warte. Ah, diese Ausweichrolle bringt gar nichts, ey. Aber Abwehren bringt auch irgendwie nicht so viel, finde ich. Macht auch dicke Schaden. Ich glaube, den Sonnenangriff wurde abgebrochen. Nein. So. Amok-Modus. Gut, ey. Ich mal hier. Jetzt chillen wir erstmal ein bisschen, okay? Okay. Zeit für den Blutrausch. Hey, kaputt. Der lebt immer noch.
das gibt's jetzt nicht. Okay. TP-Boost, jawohl, endlich mal. Effizienz blocken. Okay. Weiter letzte. Das ist so gut, dass Yuffies Siegespose ist in. Oh Mann. Das ultimative Geheimnis. Nur im Modus schwierig verfügbar. Oh Mann. Götterdämmerung. Verstärkten Version eines einer ultimativen Waffe. Okay. Vielleicht sollte ich erst ein bisschen grinden dann, ne? Ich glaube, ich sollte ein bisschen grinden. Ich glaube, da wäre eine gute Idee, ne? Weißt du was? Ich glaube, das mache ich auch. Aber kurz gucken beim Shop. Gibt es da jetzt neue Sachen? Gibt es da jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Gibt es irgendwie neue Waffen oder irgendwie sowas? Oder Waffen, die ich verpasst habe oder so? Ah. Okay. Na gut. Okay, weiß ich nicht. Dann mache ich hier Feierabend, ne? Und ich würde sagen, so die letzten Sachen hier im Kampfsimulator schauen wir uns dann noch. Weiß ich nicht. Können wir uns ja noch ein Part können wir hier nach noch machen, ne? Würde ich sagen. Machen wir dann beim nächsten Mal. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, ne? Je nachdem, wie einfach oder schwierig das wird, ne? Das geht nur auf schwierig, also weiß nicht. Ich tue mal die beiden auf Level 50 hochleveln. Ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird, ne? Keine Ahnung. Und dann weiß nicht. Können wir halt nochmal versuchen, ne? Und gucken, was hier halt ultimative Geheimnis ist. Ultimative Waffe. Ich glaube, das ist weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, es könnte weiß sein, ne? Und ja, weiß nicht. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, ne? Nehme ich an, wenn ich hier, weiß nicht, die beiden auf Level 50 gemacht habe, ne? Ein bisschen hochgelevelt habe. Und dann gucken wir uns mal den Rest des Kampfsimulators an, ne? Weil das ist ein ganz schöner Sprung von 3, 4 und dann 7, ne? Weil nicht hier hoch zu leveln, finde ich es jetzt nicht so schwierig, ne? Aber mal hier ein Speicherpunkt, ne? Das ist jetzt mein Postgame-Speicherpunkt, keine Ahnung. Das läuft genau gleiche. 9 Stunden. Okay. Gut, dann mache ich hier Feierabend, ne? Und dann kommt wahrscheinlich noch eine Folge, ne? Wir müssen auch noch im Hauptspiel noch mal hier nachgucken, ne? Da kann man, glaube ich, gegen Weiß kämpfen. Das könnte ich mir auch ziemlich lustig vorstellen, ne? Und ja, dann heißt das, hier kommt noch eine Folge, ne? Irgendwann. Weiß nicht, wie lange die sein wird, ne? Aber, ne? Kann man ja mal machen, ne? Und ja. Gut, dann sage ich, wir sehen uns noch in der wahrscheinlich letzten Folge, ne? Und ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.